Vielen Dank. Ich begrüße Sie herzlich zur Präsentation über die semi-automatische Adressdatenerfassung. Ich werde mit einer kurzen Einleitung beginnen, dann etwas über die Umsetzung und die Resultate sagen und am Schluss ein Fazit ziehen sowie einen Ausblick machen. Es gibt ja heutzutage unzählige Anwendungen, bei denen die User ihren eigenen Content hochladen können. Sei es nun YouTube, Amazon, Flickr oder nicht mehr ganz aktuell MySpace. Bei diesen Angeboten können die User einfach ihren Content hochladen, seien es nun Videos, Fotos. Diese können dann angesehen werden oder auch nicht. Eine andere Art von User-Generated Content ist das Crowdsourcing. Dabei geht es mehr darum, dass man gemeinsam ein gemeinsames Ziel verfolgt, in der Community Daten erhebt und diese allen zur Verfügung stellt. Das bekannteste Beispiel dafür ist wahrscheinlich Wikipedia. Dessen Ziel es ist, ein möglichst vollständiges Lexikon zu erstellen und zu erhalten. Kommt nun zum Crowdsourcing noch die geografische Komponente hinzu, nennt man dies Volunteered Geographic Information. Ja, wie halt zum Beispiel OpenStreetMap oder TomTom oder in unserem Fall Open Addresses, auf das ich nur noch etwas genauer eingehen werde. Open Addresses ist ein Projekt, das vom Institut für Vermessung und Geoinformation der Fachhochschule Nordwestschweiz im Jahr 2007 gestartet wurde. Das Ziel dieses Projektes ist es, geokodierte Adressdaten zu gewinnen und diese zur freien Verfügung zu stellen. Entschuldigung. Die Daten werden mittels Freiwilligen erhoben, also mittels Crowdsourcing. Und können dann eben frei heruntergeladen werden, entweder das CSV oder GeoJSON. Das Open Addresses basiert auf einer Postgres-Datenbank mit der räumlichen Erweiterung PostGIS. Die Webanwendung ist folgendermaßen aufgebaut. Es ist eine OpenStreetMap-Karte im Hintergrund. Es gibt einen Adresseditor, mit dem die Adressen neu erfasst oder editiert werden können. Ja, diese geokodierten Adressen werden natürlich nicht nur zum Spaß aufgenommen, sondern es gibt im Geomarketing oder für Notfalldienste etc. ein breites Spektrum an Anwendungen. Eine erste sehr bekannte Anwendung ist die Cholera-Karte von Jon Snow, bei der im Jahre 1854 alle Todesfälle von Cholera-Toten auf einer Karte aufgezeichnet hat und damit feststellen konnte, dass die Krankheit über eine Wasserpumpe übertragen wurde. Durch das konnte sie die Wasserpumpe abstellen und einen Haufen Leben retten. Auch heutzutage sind diese geokodierten Daten noch sehr wichtig. Zum Beispiel für Marktanalysten, die damit ihre neuen Geschäfte planen können, Werbekampagnen gezielt ausführen etc. Kommen wir nun zum Wesentlichen. Das Ziel dieses Projektes war es, aufgrund von Fotos von Hausnummernschildern halbautomatisch die geokodierten Adressen zu gewinnen. Das Vorgehen respektive der Workflow dazu ist folgendermaßen: Man hat entweder eine Digitalkamera oder ein Smartphone, das GPS-Unterstützung hat, nimmt draußen ein Foto auf, lädt es auf den Computer und mittels einer Webanwendung auf einen Server, der diese Bilder prozessiert, die Positionsinformation extrahiert
mittels Reverse Geocoding die Adresse herausfindet, diese dann zurück an die Webanwendung zum Client schickt. Und über die Webanwendung können dann die Adressen in die Open Addresses Datenbank gespeichert werden. Hat man nun ein Bild geschossen, brauchen natürlich die geografischen Informationen. Diese werden über die EXIF-Datei abgespeichert. Das Exchangeable Image File Format ist ein Standardformat, das Metadaten von Bildern direkt im Bild speichert. Diese Daten werden im Header des Bildes gespeichert. Gespeichert werden unter anderem das Datum, die Uhrzeit, die Brennweite, die Belichtungszeit und die für uns relevanten Daten wie geografische Länge, geografische Breite, die Ausrichtung und die Höhe. Hat man nun die Position herausgefunden? Die Positionen werden über das habe ich vergessen zu erwähnen, werden über die Python Image Library aus der EXIF-Datei herausgelesen und weiterverwendet. Sie werden mittels OpenStreetMap Nominateam weiterverwendet. Nominateam ist ein Tool zur Geokodierung von Adressen und in unserem Fall für eine umgekehrte Geokodierung, für das Reverse Geocoding. Das heißt, wir geben die Position der Kamera von dort, wo das Bild gemacht wurde, der API und diese liefert im JSON-Format die Adresse zurück. Ein Problem ist noch, dass wir die Position von der Kamera haben und nicht die Position des Gebäudes, also wo die Adresse schlussendlich hinkommen soll. Um das zu beheben, wird um die Position der Kamera eine Bounding Box gelegt. Und in dieser Bounding Box wird über die Overpass API auf die OSM-Datenbank zugegriffen. Es wird überprüft, ob Elemente in der Bounding Box vorhanden sind. Und wenn ja, werden diese nach dem Attribut Building klassifiziert. Und somit hat man die in dieser Bounding Box liegenden Gebäude. Hat man nun in der Bounding Box Gebäude gefunden, wird ein Polygonverschnitt gemacht. Vom Standpunkt von der Kamera aus wird in Blickrichtung der Kamera, in der Ausrichtung, eine Linie abgelegt und mit den Polygonen der Gebäude verschnitten. Gibt es einen Verschnitt mit einem Polygon, mit einem Gebäude, wird der Schwerpunkt des Gebäudes als neue Adressposition angenommen und so abgespeichert. Wird kein Gebäude gefunden oder ist der Verschnitt nicht erfolgreich, wird parallel zu der Straße eine weitere Linie gelegt und diese mit der Ausrichtung der Kamera verschnitten. Und dieser Schnittpunkt ist dann die neue Adressposition. Die Webanwendung wurde mittels JavaScript implementiert. Dabei wurden folgende Bibliotheken gebraucht. Die OpenLayers-Bibliothek, mit der man Karten, die OpenStreetMap-Karten in den Hintergrund laden kann. Das EXC-JavaScript zur Gestaltung der Oberfläche und das GeoXC, um OpenLayers und EXC zu verbinden. Die Webanwendung ist folgendermaßen aufgebaut. Links ist das Übersichtsfenster, in dem das Logo, die Legende und die Buttons zum Input für ein neues Bild oder zur Speicherung in die Open Addresses Datenbank abgelegt sind. In der Mitte oben ist das Kartenfenster mit der OSM-Karte im Hintergrund plus
Dieser grüne Punkt ist die Adressposition, die berechnet wurde. Dieser kann dann mittels Drag and Drop noch an den korrekten Ort verschoben werden. Rechts oben ist das Bild, das zu dieser Adresse gehört, abgelegt. Und unten ist die Attributtabelle, in der, wie der Name schon sagt, die zu den Adressen gehörenden Attribute angezeigt werden. Dies können dann manuell editiert werden und am Schluss abgespeichert. Somit sind die ersten 4 Schritte abgeschlossen. Wir haben nun unsere Adressen mitsamt Position. Jetzt folgt noch die Integration in die Open Addresses Datenbank. Wie gesagt, die Open Addresses Datenbank baut auf PostgreSQL und PostGIS auf. Die Adressen werden in ein String konvertiert und mittels dem Python-Modul PsychoPG2 in die Open Addresses Datenbank eingespeisen. Dort wird eine neue Tabelle erstellt, eine temporäre Tabelle, die gleichen Attribute wie die Haupttabelle hat. In dieser Tabelle werden alle neuen Adressen eingefügt und dies wird benötigt, um die Adressen mit den bereits existierenden Datensätzen zu vergleichen. Wenn die Datensätze schon bestehen, müssen sie natürlich nicht überschrieben werden. Wenn sie aber nicht bestehen, werden sie neu eingefügt. Es werden aber keine bestehenden Datensätze abgeändert, sondern nur neu eingefügt. Am Schluss wird dann die temporäre Tabelle wieder gelöscht. Claudio Coelho hat in seiner Masterthesis noch Untersuchungen über die Genauigkeit und die Robustheit der Anwendungen gemacht. Dabei hat er mit einem iPhone 3GS 50 Bilder aufgenommen und über die Webanwendung prozessiert. Zuerst hat er die Genauigkeit des iPhones untersucht, dabei eine Standardabweichung von 7,6 Metern in X-Richtung und 8,5 Meter in Y-Richtung festgestellt. Plus eine Standardabweichung der Richtung von ca. 12 Grad. Von den 50 Bildern wurden in 49 Bildern die Stadt richtig erkannt und zurückgegeben. 31 Mal wurde die Postleitzahl richtig erkannt und 32 Mal der Straßennamen. Damit kommen wir auch schon zum Fazit. Die Extraktion der Adressinformation ist sehr stark abhängig von der Sensorgenauigkeit. Die Berechnung der Position hat auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial. Die fehlenden Gebäudenummern oder falsche Adressen können manuell noch in der Webanwendung angepasst oder ergänzt werden. Und die Integration in die Open Addresses Datenbank funktioniert tadellos. Kommen wir noch zum Ausblick. Es braucht natürlich noch etwas Übung und Erfahrung, um Best Practices für die Verwendung dieses Projektes zu erstellen. Es wäre auch sehr elegant, wenn die Hausnummer direkt aus den Bildern via eines Image Matchings extrahiert werden könnten. Und die Robustheit der Algorithmen muss noch verbessert werden. Was natürlich auch noch sehr sinnvoll wäre, eine App zu erstellen, damit man die Bilder nicht mehr auf den Computer laden muss und von dort aus weiterverarbeiten, sondern dass dies direkt vom Smartphone aus möglich ist. Plus wäre es natürlich auch einfach möglich, diese Algorithmen auf andere Objekte anzuwenden, wenn man zum Beispiel Straßensignale, Robidogs oder was auch immer erfassen will, wäre das natürlich relativ ähnlich möglich. Kommen wir noch zu einer kurzen Demo.
So sieht nun die Webanwendung aus. Hier kann man eine Datei auswählen und hochladen. Zack, Upload. Dann werden die Berechnungen durchgeführt. Die Adresse wird gesucht, hier dargestellt. Das ist Martinsgasse 18. Hier sieht man den Punkt, die Adresse. Da kann man mit das Pony verschieben, an einem beliebigen Ort setzen, die Fischverschiebung annehmen oder nicht. Plus manuell die Attribute abändern. Und wenn man mit dem Ergebnis zufrieden ist, kann man Save to Open Addresses und dann mit diesem Usernamen die Daten abschicken. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und was Fragen sind, beantworte ich die gerne. Ja, Markus Sem, ich mag eine profane Frage. Ich versuche seit Wochen, diese openaddresses.org überhaupt aufzumachen. Sie will nicht aufgehen. Ja, das ist momentan nicht möglich. Wir haben nicht Serverprobleme und ja, wir sind daran, die zu beheben, aber momentan kann man nicht drauf zugreifen. Weitere Fragen? Vielleicht nur ganz kurz, werden die Daten auch zum Beispiel jetzt in OpenStreetMap übertragen oder ist das dann sozusagen wie verschieden? Man kann über die Open-Addresses dann die Daten auch in OpenStreetMap übertragen, synchronisieren. Somit werden die auch in OpenStreetMap übertragen. Die Angaben zur Ungenauigkeit beim iPhone 3GS, das wären ja schon massiv. Also 7 Meter ist schon, gerade bei einer Höhe, ist schon ziemlich viel. Habt ihr eine Idee oder vielleicht sogar eine Information darüber, ob das, wenn das 3GS ist, auch schon eine Weile her, ob das in neuerer Zeit, vielleicht auch in der Android-Welt, besser geworden ist? Ich denke nicht, dass es großartige Verbesserungen gibt, weil das ist halt, wie JPS funktioniert, um großartige Verbesserungen vorzubringen, müsste man einen großen Aufwand betreiben, müsste man mit Referenzstationen arbeiten und so weiter. Ja, das ist für dieses Projekt jetzt nicht so sinnvoll. Weitere Fragen? Wie viele User gibt es ungefähr? Wie groß ist die Community oder das ist ja als Community gedacht? Bis jetzt ist das noch mehr in Entwicklung und gibt es bis jetzt noch keine Community für dieses Projekt. Ja. Thomas, noch eine kurze Frage zu Open Addresses. Das gibt es ja an und für sich schon länger. Es gibt aber so im Umfeld hat es immer wieder Fragen gegeben bezüglich Lizenzen, Quellen, die verwendet werden, um die Daten einzutragen. Jetzt nicht von eurem Projekt her, aber generell ist eigentlich der Datenbestand immer noch der, in Anführungs- und Schlusszeichen, der alte Datenbestand. Also ja, da, ich meine, er wächst langsam, aber es hat jetzt keine Quantensprünge gegeben. Ja, weil eben so, das, was Markus auch gesagt hat, so seit längerer Zeit scheint das Projekt auch ein bisschen tot zu sein, wenn man ein bisschen tot sein kann. Und natürlich
OpenStreetMap wäre ja an und für sich auch daran interessiert, mehr Adressen zu erfassen, mehr Adressen zu bekommen. Also wenn es ein paralleles Projekt gibt, das funktioniert, wäre das natürlich schon interessant. Aber es müsste eben auch lizenztechnisch dann auch problemlos gehen. Okay. Ich glaube, das sind die Fragen. Wenn sich sonst niemand mehr meldet, dann zwei Anmerkungen, nochmal der Hinweis.